Jo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play League of Legends. Es ist nicht 5 Uhr nachmittags, aber ich habe einen Kaffee und wir sind hier wieder mal ein bisschen spät reingekommen. Und ich habe hier links Mobile Fire offen, dementsprechend skillen wir jetzt hier. Fires a blast of energy that explodes upon enemy contact, dealing 80 plus 4 magic damage to enemies in the area and slowing their movement speed by 25% for 1.5 seconds. Mantra Bonus deals 25 additional magic. Okay, ich habe gerade schon gedacht, es würde laggen, hat es nicht. Gut. Hier zurück zu Mantra Damage. Deals 25 plus 2 additional magic damage and leaves a circle of flame at the impact area or upon reaching maximum range, slowing enemies for 50% after 1.5 seconds. The circle erupts, dealing 50 plus 4 magic damage to Mantra. Soulflare ist vermutlich unser. Es kostet nichts. Never fear change. Egal. Okay, aber es hat eine krasse Anklingzeit. Und ich habe mir zwar überlegt, dass ich mit meinem richtigen Account weiterspiele, der Level 30 ist und weniger Noobs und bla 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 hat. Aber ich will euch ja zeigen, wie es dazu kommt, dass man zu Level 30 kommt. Und da habe ich mir gedacht, okay, das mache ich dementsprechend nicht. Beziehungsweise, also ich spiele halt mit dem Barkate-Account weiter, der jetzt momentan auf, ich glaube, Level 8 ist. Und ja, dann machen wir das einfach mal. Und schauen, was passiert. Okay. Okay, das kann ich so feuern. Schön. Was das bringt, keine Ahnung. Aber, ja. Also, mal schauen, ob das funktioniert oder ob hier jetzt wieder Lever, Feeder und was auch immer drin sind, weil ich glaube, wir waren letztes Mal nicht so schlecht, aber die anderen waren halt einfach krass gefeedet dann. Oh ja, es macht ein bisschen Damage. Und ja, ich werde mir jetzt auch erstmal keine Champions kaufen, sondern das Geld, also die IP, sparen. Was muss ich skillen? Ich muss E skillen. Was kann E? Target alle Gains, Shield Training, Movement Speed. Oha. Nice. Ich werde das Geld sparen und wenn wir Level 20 sind, werde ich davon Runen kaufen, so dass wir halt direkt die Runen haben. Bis dahin spielen wir erstmal nur mit den Free Charakteren. Charakteren? Mit den Free Characters. Und ja. Aua, tut mir noch nicht weh. Und ich bin nicht über die normale Kreue reingegangen, sondern ich bin über die Teambuilder-Kreue reingegangen. Und ja. Ich glaube, da sind wesentlich entspanntere Spieler vorzufinden. Weil man einfach, man kriegt die Rolle, die man haben will. Und ja. Ich glaube, das ist einfach besser. Werden wir sehen. Weil momentan sieht es ja noch sehr entspannt aus. Okay, jetzt soll ich das hier einmal. Okay, das linkt zu einem Enemy. Bam. Never fear change. Bisschen healen. Bam. Ich weiß nicht, ob das was gebracht hat, aber. Okay, das ist einfach, wenn ich das aktiviere, haben die andere Fähigkeiten. Belinkt das Bonus Damage, Damage durch your Target, Installer Healing Time Effect. Interessant. We have learned as much as we have suffered. Sehr interessant. Durchaus mehr als uninteressant. Ah, schade, hat nicht geklappt. Okay, war ein Versuch wert. Können wir einfach hier den Heal benutzen. Und dann weiter das hier hochskillen, das Q. Um damit unseren Gegner ein bisschen zu poken, ein bisschen zu belästigen. Okay, das war daneben. Hätte ja klappen können. Ja. Muss man auch mal sagen. Haben wir Kamera eigentlich schon mal gespielt? Ich bin mir nicht sicher. Also vorhin war ich mir erstmal sicher, dass ich sie noch nicht gespielt habe. Dann war ich mir sicher, dass wir sie schon gespielt haben. Und jetzt bin ich wieder unsicher. Also, ja.
Ihr seht, ich bin durchaus verwirrt. Komm schon, komm hier raus. So, alles kein Problem. Komm doch kuscheln. So, was macht denn mein Inner Flame, wenn ich das anhabe? Magic Damage and leaves behind the circle of flame have a slow aim and dealing damage after brief. Okay, dann testen wir das nochmal. Okay, wir testen das nicht. Wir testen das, wenn die näher kommen. Oh yeah, oh yeah. Nochmal Damage. Sehr schön. Und hier ein bisschen Schild verteilen. Achso, das war ja. Ich hasse das, wenn es zwei Caitlyns gibt, weil dann gibt es halt auch immer zwei Fallen. Und ja, ich laufe definitiv in die falschen rein. So wie ich mich kenne, passiert mir dauernd. Und ich denke, oh nee, das ist ja eine von mir. Da kann mir ja gar nichts passieren. Also ich weiche dann immer generell eigentlich allen Fallen aus. Was manchmal ein bisschen hinderlich sein kann, gerade beim Wegrennen. Was soll ich eigentlich als zweites skillen, wenn das nicht mehr geht? Warum ist das Ding jetzt nicht offen? Ich soll als nächstes das E-Mit skillen. Gut. Ich hab mal nachgeguckt, deswegen bin ich ja auch so verwirrt im Kreis rumgelaufen. Lalelu. Nur der Yogi im Mond schaut zu. Okay, warum wird hier gepinkt? Wir haben übrigens auch im Gegnerteam einen Jungle, und zwar im Gegnerteam Warwick und in unserem Team Lee? Ne, sind's auch. Und be right back. Also ist hier echtes Spiel, ja, mit einem Single Toplaner und einem Jungle. Aber unser Jungle scheint irgendwie ein bisschen AFK zu sein, so wie das aussieht. Toll. Ah ne, er läuft wieder. Gut, never mind. Ich habe nichts gesagt. Überhaupt nichts gesagt. Ah, Kaffee. Kaffee ist ein wunderschönes Getränk. Wunderschön. Okay, ich hätte mir noch das andere Trinket kaufen sollen, das zum Aufdecken von Ward. Hab ich schon nicht gemacht. War ich zu spät. Die werden jetzt wahrscheinlich Drake machen. Hoffentlich nicht. Never fear change. Drake ist weg. Toll. Toll, ganz toll. My spirit is an unpunchable fire. Erstmal wurde gerade einen reingehauen. Und jetzt muss ich hier drüben aber noch ein Ward hinsetzen, weil ich würde ja auch gerne sehen, wenn die Gegner hier angelaufen kommen. Speziell Warwick oder der Midlaner. Soll ja mal vorkommen. We have learned as much. Never fought. So. Pardon. Halt das eigentlich. Gains Shield, Gaining Movement Speed, 4 Seconds and Absorbing. Ah ne. Es absorbt nur Damage. Ups, wollte ich nicht. Habe ich erstmal Minion geklaut. Soll man natürlich als Support nicht machen. War ja auch nicht meine Absicht. Ich bin sozusagen komplett unschuldig. Ja, sowas würde ich nie tun. As Ionia changes, so. Nein, ich will nicht die Minions hitten. Ah, erstmal hier ein bisschen mehr Action reinhauen. Angriff auf den Turret! Bam. Erstmal eine reindrücken. Krass. Haben wir schon den ersten Turret bekommen? Da ist Warwick. Da ist Warwick. We must all move. Dahin hat er sich versteckt. Das
Gut gemacht. Okay, zudem kann ich keine Verbindungslinie aufbauen. So traurig es ist. Es geht einfach nicht. Er will sich nicht mit mir verbinden. Aber okay. Haben wir unseren ersten Assist schon mal bekommen? Ich meine, das ist ja der Grund, warum wir hier sind. Zum... Angriff! Okay. Okay. Hast du 2 Pairs gesehen und hast daneben noch was gesehen? Krasse Sache. Krasse Sache, sag ich euch. Okay, Caitlyn. Feedback. Ich klaue dir mal ein paar Minions. Wobei, ich klaue nur noch die beiden, weil dann sollte ich vielleicht auch mal zurückgehen. So. Ein bisschen Geld gemacht. Jetzt können wir uns neue Items holen. Items! Items heißt Kaffee. Kaffee heißt ja. Hier 500 und hier noch Schuhen. Ah, 325. Da warten wir ganz kurz. 325, 24. Los geht's. Und dann geht's hier weiter. Halt, wir verkaufen noch unser Trinket und kaufen uns das andere. Wenn wir gerade hier sind, kann ja nicht schaden. Ich meine, okay, die muss jetzt mal alleine am Tower gleich stehen, aber das wird die schon überleben. Da bin ich zuversichtlich, ja. So, wir laufen jetzt dahin. Ich schenke mir derweil mal ein bisschen Kaffee nach. Weil die Tasse ist schon wieder halb leer. Das geht halt gar nicht. So, Kaffee ist drin. Jetzt muss ich nur noch meine Milch finden. Ich habe meine Milch gefunden. Und jetzt sind wir auch gleich schon da, um ein bisschen aufpassen. Nicht, dass ich blind in die Feinde reinrenne, nur weil ich mir Kaffee nachschenke. Das wäre ein bisschen fail. Aber okay. So, erstmal wieder Wards aufbauen. Ein Ward hin. The answer lies within. Und Angriff! Daneben, daneben, daneben. Hey, da war eine Falle. Surprise, Motherfucker! Gut, aber ja. Uns hat es nicht wirklich was ausgemacht. Komm schon, komm wieder her. Okay, wir haben jetzt aber unsere Potions noch dabei. Da schlucken wir erstmal ein. So, und jetzt. Hoffentlich geht mein Ulti gleich wieder. 1, 2. Da sollte es doch eigentlich nicht hingehen. Und. Nein, nein, nicht zu nah. Erstmal draufgehauen. Ja, die ist jetzt erstmal weg vom Fenster. Wieder noch ein bisschen Potion. Potion ist immer gut. Warum steht der Marvik da so vorne rum? Nur der Mann im Mond schaut zu. What the fuck, warum hänge ich hier so? Gut, jetzt renne ich erstmal wieder da runter. Ich habe da eben die falsche Taste gedrückt. Ich habe den Heal genutzt, anstelle von dem. Anstelle von dem Ulti. Jetzt wacht er auf, jetzt kommt der Flügelschlag. Das laggt, habe ich das dumme Gefühl. Nö. Ich möchte dein Gift fast nicht haben. Aha. Ich habe den Drachen geslain. My Dragon! Deine Mutter, ja. We have learned as much as we have suffered. Ganz ehrlich. Nein, das war nicht schön.
Schnell darüber. Wirklich? Mach doch mal irgendwas. Attackiere. What the fuck? Warum macht die nichts? Hier, Schüchen kaufen. Weil die Dame von Welt braucht Schuhe. So sieht's aus. Speed time. Nein, will ich nicht hin. Ich will dahin. So. Schnell dahin, bevor die unseren Turret kaputt macht. Oh, das sieht nicht gut aus. Schneller! Komm schon. Oh oh. Gerade noch so den Turm gerettet. So. Wieder hier einen Mord hinstellen. Mord clean. Ja, war klar, dass hier einer ist. Und wieder hier rüber. Wirklich, warum hast du dir nicht den Dicken geholt? So, ist hier oben was? Nein, hier oben ist nichts. Was ist das? Das ist ein gegnerischer Ward. Warum wird der mir angezeigt? Beziehungsweise, warum sehe ich da überhaupt einen Ward? Ich weiß es nicht. Leck! Die Wards nicht. Good job! The answer lies within. Was wird geschehen? Die kommen hier rüber. Heart and mind as one. No, no, no. Uh-huh. Oh. Hat sie mir einen reingebückt. Was soll sie doch nicht tun? Ja, ich komme ja gleich zurück. Ich will hier nur kurz einen Ward platzieren. Trink mal wieder unsere Potions. Und ja. Aber hier gleich wieder full health. Angriff! Zerstöre den Tower! Ja, komm schon. Tower wird zerstört. Haha. Und tschüss. Juhu. Und cool. Wirklich? Ich bin gestorben. Ich wollte doch gar nicht sterben. Aber okay, das gehört zum Spiel dazu. Wir kaufen uns jetzt erstmal das hier. Was sollen wir uns eigentlich als nächstes kaufen? Sollten wir uns das überhaupt kaufen? Ich weiß es nicht. Was sagt denn der Guide hier? Der Guide sagt, ja, das war eine schlaue Entscheidung. Wir holen uns als nächstes das große Trinket davon. Und zwar das hier. 475, gut, da brauchen wir noch ein bisschen was an Kohle. Aber ist also gar kein Problem, ja. Super fast. Und ein Schluck Kaffee. Ah. Jo. Gleich sind wir da. Trey kommt in einer Minute wieder. Da will ich hin. Da will ich hin. Super fast. Bastiano
Leben. Komm. Komm. Power. Bam. In your face. Bam. Das Ding macht halt schon gut Damage. Ist eigentlich krass. Lalilu. Nur der Mann im Mond schaut zu. Ja, das war ein Todesurteil, was er möchte. Okay. Was geschieht als nächstes? Wir pingen mal da und wir pingen mal hier. Boom! I have to go. My people need me. So, was wollten wir uns kaufen? Das wollten wir uns kaufen. So, was wollen wir noch? Wir wollen was ja, wir wollen was Angriffsstarkes, weil momentan sieht es nicht so aus, als wenn wir noch mehr Verteidigung bräuchten. Dementsprechend werden wir uns eins meiner Lieblings-Items holen. Und zwar, yes. Es gibt uns nämlich ein bisschen Armor und ein gutes Stückchen Angriffsschaden, also Ability Power in dem Fall eher. Und vor alledem, wenn wir es klicken, werden wir unverwundbar und können nichts machen für ein paar Sekunden oder eine Sekunde. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie lang ist es. 2,5 Sekunden reicht im Normalfall aus. Auf Joggerd habe ich das zum Beispiel ganz gerne, weil man wartet, dass alle ihre Ultis auf einen draufhauen. Ja. Minion geklaut. You was nicht. Ja. Aber dann passiert nichts, weil man halt da unverwundbar ist, wenn man es aktiviert bekommt. Hi. We have learned as much as we have sought. Und ja, so ist es halt. Falsche Taste. Das will ich haben. Ich bin nicht hier. Bin ich nicht? Bin ich einfach nicht? Okay, das war jetzt Fail, das Ulti zu nutzen. Aha. Wir kommen ruhig wieder raus. Aha. Okay, scheinbar trauen die sich nicht, mich anzugreifen, weil sie wissen, dass ich nicht allein bin. Boom. Oh, da hat er sich hier gut weggeblieben. Aber wie ihr seht, das ist hier schon wieder 3 gegen 5. Aber es gibt ihn, es sind mindestens 4. Wen zählt ihr denn nicht mit? Also einer von denen ist AFK und zwar Javan. Ja. Shut down. Greif die Minions an, greif die Minions an. Jo. Das ist halt der Punkt, mit hier den Low-Level-Spielern zu spielen, der ich momentan auch bin. Man kann entweder ein gutes Team erwischen oder ein schlechtes. Ich meine, das kann einem auch in Dings noch passieren, in Ranks und überall, daher. Ist das eigentlich kein Indikator für irgendwas? Manchmal hat man einfach einen schlechten Tag und ja. Guck mal, die Hauptkette. Haha. Hier, ein bisschen Heal. Hat noch keinem geschadet. Bitches be like. What? Never again.
krasse Sache. Ich bin tot. Hat der Warwick sein Ulti eingesetzt für einen Support? Ja. Hat er durch einen Kill bekommen? Klar. Aber trotzdem. Ist eigentlich relativ schwachsinnig, das zu tun. Ah. Weil jetzt hat er zum Beispiel hier auf den Garen noch ultien kann. Der wird es nämlich wahrscheinlich überleben. Er hat's überlebt. Wenn jetzt nicht gerade irgendwo die Caitlyn rauskommt und ihm noch ein Ulti reinwirkt, was sie aber nicht tun wird. Oh, ah, er kommt zurück. Das so eine kluge Idee ist. Ich weiß es nicht. Ich gehe jetzt auch mal wieder hin. Und zwar hier mit Super Speed. Go, go, go. Auf dem Weg gibt es einen Schluck Kaffee. Darling. Du solltest da weggehen. Ich komme zurück. 21 bis zum nächsten Drake. Oh, ich bin zu spät gekommen. Jetzt wird schießen. Well, well, well. Hilfe, Minions greifen mich an. Dreht er sich denn auch schneller? Nicht wirklich. War ja ein Versuch wert. Schenke ich dir. Da gibt es hier den Kamerad. Boah, nee, nu. Ich wollte doch irgendjemand stunnen. Wow! Komm schon! Nö, nö, nö. Gute Stacheltaktik. Woohoo! Die Boss nicht. Bin gar nicht da. Okay, Jarvan ist am Leben, das bringt in dem Bereich nicht wenig, weil Jarvan nicht wirklich spielt. Der ist AFK. Okay, Warwick ist da. Das heißt, wir sollten uns jetzt mal lieber verpissen. Maybe in the back. Und hier. Okay. Und tschüss. Nein, das hat nicht mehr geklappt. Okay. Ja, das war zu langsam. Kann man nichts machen? War dumm. Aber okay, passiert. Alle anderen entkommen noch und das ist ja auch in Ordnung. Ich bin ja schließlich nur der Support. Es wäre schön, wenn wir Drake jetzt nochmal bekommen, weil Drake gibt mittlerweile echt gute Boni. Nicht Bonuses, nein, Boni, ja. Aber es sieht so aus, wenn die beiden hier zum Dings gehen zum Track, ja. Oh. Ganz dumm. Hier, du musst erstmal schneller sein als ich. Das ist wichtig. Zum Angriff. Oh, dem hat das Ulti reingewirkt. Und los geht's. Und wir brauchen da ein bisschen Vision. Mission sagen zu ich. Der wird jetzt wahrscheinlich versuchen, den Dings hier zu machen. Oh, nein. Angriff auf den Rift Scuttler. Okay, Warwick scheint in der Nähe zu sein. Soll er ruhig rauskommen. Warwick, wo bist du? Okay, wir haben die 1600, 2100 brauchen wir für das gesamte Teil. Wäre natürlich auch nicht schlecht. Okay, ja. Bumm. Okay, das war schade, das hat nicht so gut geklappt.
Nö, du willst mir gar nicht wehtun. Guck, da stirbst du nämlich, wenn du das tust. Bam. Sehr schön. Gut gemacht. Komm schon. Sehr gut. Und wir wollen natürlich auch ein bisschen Vision hinter der Mauer haben. Komm. Stell ich halt wieder an, sonst mir doch egal. Ganz ehrlich, was denkst du dir eigentlich, Warwick, ja? Komm schon. Du bist doch auch. Du musst hier reinspringen. Bam. Bitch. Und tschüss. Snowball? Bisschen mehr Action. Nö, nö, nö. Okidoki, aber wir haben genug Geld für unser Item hier zusammen. Wunderschön. Was können wir denn Defensives noch kaufen? Weil defensiv wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Ah, das gefällt mir. Das gefällt mir. Unmatched Resist hier. Locket of the Iron Sorry. Oh scheiße, ich hätte es Magic Resistance zuerst kaufen sollen, aber okay. Kann nichts machen. I'm going in for the kill. Clap, clap. My spirit is almost a 5 all the game. True story. Kann man aber auch nicht ändern. Never fear change. Komm. Oha, oha. Ich wollte, dass er den angreift. Und dann gehe ich halt jetzt nicht mehr mit. So nicht, ja? Dann muss ich jetzt erstmal zurück. Und mir ein bisschen Magic Resist kaufen. Und dann geht's wieder hoch. Wird sich wahrscheinlich jetzt im letzten Moment dadurch. Nein, wird er nicht. Was? Hätte ich echt gedacht. Ja, wir können ja mal hier ein bisschen schneller machen, ja. Müssen ja nicht so langsam unterwegs sein. Mal gucken, was geht. Bam. Sorry. Ein kleines Hüsterchen. Fuck, Aaron. Und tschüss. Weißt du, ich komme denen zur Hilfe, will sie retten und die rennen einfach weg. Hätten wir ohne Probleme machen können. Krass. Was halten der sich so schnell hoch? Ist das eine Fähigkeit von dem? Wir haben den einmal gespielt. Gerne mit dem Pitchwert. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Bam, ist er eben auf den Kopf gesprungen. Na, geht zum Turret, das ist gar nicht mal so blöd. Oh, Garen. I will not conquer. Krasse Sache. Okay. Hat hier nochmal Blatt gemacht? Oh, komm. Den schaffst du auch noch. Angriff! Und Kaffee. Oh, ich muss nachschenken. Ich schenke mal Kaffee nach, während ich hier loslaufe. Weil laufen kann Karma auch ohne mich. I don't give any fucks now. Ich lege hier in den Minions rum. So viel zum Thema Karma kann auch ohne mich laufen. Scheinbar nicht.
Komm, 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 hier, guck mal, Drake. Drake? Ja, fein, braver Junge. Drake ist eine schöne Sache. Okay, ich kann nichts machen. Ich kann dem hier ein Schild geben und aktiv drauf schießen. Und das war's dann auch schon. Also so viel ist das nicht. Hier kriegst du wieder ein Schild. Volle Sache, ich weiß. Super starkes Schild auch. Movement! Sehr schön. Haha! Oh. La, le, le, nur der Mann im Mond schaut zu. Guck mal, ich bin hier ganz allein. Wow! Das habe ich jetzt nicht erwartet. 1000 brauchen wir. Okay, da brauchen wir noch ein bisschen mehr. Hat er mir hart gegeben? Surprise. Motherfucker! Wieder noch ein bisschen mehr Kaffee rein, ja? Hier aktiv bleiben. Aktiv! Okay. Bam. Auf den Kopf gehauen. Ich will auch kommen. Also, ja, hochkommen. Bitte, lass mich mitspielen. Ein bisschen? Juhu. Super fast. Okay, nicht so wirklich super fast, aber schneller als nicht schnell. Ja, also schneller als langsam. Noch schneller. Sag mal, 582 haben wir dann. Irgendwer muss da unten die Minions eigentlich mal einsammeln, aber wir gehen jetzt da hoch und helfen ein bisschen mit. Wobei, das scheinen die auch ohne uns ganz gut zu schaffen. Go, go, Gadget! Ja, jetzt können wir es eigentlich beenden. Gibt's auch nicht mehr viel zu tun, würde ich mal behaupten. Ja, hier. Da mal eine reinballern. Angriff! So, wer kommt denn als erstes wieder von dem Sona? Das ist doch klar. Ups. Leben. Bam. Ist auch daneben. Hätte ja klappen können. What? Unser Turret wurde destroyed. Unerhört. Unerhört. Das kann doch nicht wirklich passiert sein, dass unser Turret destroyed wurde. Das glaube ich nicht. The answer lies within. Ja, so sieht's aus. So, wir teleportieren uns jetzt aber mal geschwind zurück, ja. Um unser Item noch zu holen. Hier. Wenigstens das hier und noch ein bisschen Leben ist auch drin. Und dann rennen wir mal der Kate entgegen. Wobei es sieht nicht so aus, als wenn der Kragas sie verfolgt. Oh, doch. Never mind. Hab schon gesagt, hier, der verfolgt die nicht, aber das sah dann doch anders aus. Und sie ist tot. Okay, wir laufen dem Ganzen hinterher. Okay. Kann ich den haben? Krieg ich den? Nein, uncool. Daneben. Kann ich da rausgehen? Ja, kann ich. Und du stirbst. Jupp. Sehr schön, vielen Dank. So. Mal hier noch ein paar Minions tot. Just volle Fun. Hilfe! Ah,
Guck mal, ich bin super schnell bin ich. Geil, oder? Geil, richtig geil. Oh ja, geil, geil. Also ich würde sagen, das hier ist im wahrsten Sinne des Wortes Karma, Bitch. Weil, ja, letzten beiden Spiele so absolut beschissen gelaufen und jetzt hier einfach mal dazwischen geschossen, ja. Muss auch mal sein. Kann nicht jeder. Und ja, die laufen ja jetzt eigentlich ganz gut. Würde ich mal so behaupten. Okay, die Welle mache ich noch weg und dann geht's ab in den Ruhestand. Nein, dann geht's hier. Okay. Wir kaufen uns jetzt noch unser Locket of the Iron Solary. Und dann haben wir noch ein bisschen Bluffs für Leben. Ja, das mag ich eigentlich immer ganz gern. Wobei mir das, glaube ich, empfohlen hier. Ability Power kann natürlich auch nicht schaden. Und los geht's. Silver ist tot. Aber sie hat auch noch Marvik umgebracht, der sie umgebracht hat, also ist das auch Karma, Bitch. Und ja. Ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken, diese Folge heißt Karma, Bitch. Ich meine, okay, ihr habt den Namen schon gesehen. Ich meine, ich bin jetzt hier noch während dem Aufnahmen und hab den Namen noch nicht gesehen, weil es den Namen noch gar nicht gibt, so im wahrsten Sinne des Wortes. You call that bait? Nein. Tschu! Super fast. Ich will auch mit draufhauen. Nee. Bam. Eben daneben, daneben. Okay. GG. Well played. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play League of Legends. Bis dahin, euch eine gute Zeit und bye bye.